74. Danke. Wer ist dran? Ich hätte gern ein Kilo Boskop-Äpfel, ein Kilo Möhren und ein Kopf Salat. Die Äpfel. Wer bekommt als nächstes? Ich krieg bitte 4 Äpfel, aber einheimische bitte. Der da so bescheiden wartet, ist der Taschenbier. Man könnte meinen, dass er mit seinen Gedanken ganz woanders ist. Zum Beispiel bei der merkwürdigen Woche, die er hinter sich hat. Aber Herr Taschenbier ist immer so bescheiden. Nächste? Ja. Von den Möhren hätte ich gerne. Obwohl die Woche tatsächlich seltsam war. Es begann mit dem Sonntag. Am Sonntag schien die Sonne. Jedenfalls für einige. Und am Montag traf er Herrn Mohn. Herr Mohn ist der beste Freund von Herrn Taschenbier. Außerdem sein einziger. Morgen, Taschenbier. Morgen, Mohn. Die zwei gehen oft zusammen schwimmen. Am Dienstag hat Herr Taschenbier Dienst. So wenig Streben? Der Schirm hält doch niemals. Doch, doch, Herr Oberstein, ist doch meine neueste Version. Sparverstrebungen. Quatsch. Herr Taschenbier ist ein genialer Regenschirmkonstrukteur. Hat immer wieder neue Einfälle. Auch seine Kollegen bewundern seine Ideen. Und am Mittwoch war Mitte der Woche. Was soll das Rad da? An dieser Laterne hebt Wölfchen schon seit 4 Jahren das Bein. Ach so, Entschuldigung, aber unser Hausflur ist frisch gestrichen und Frau Rotkohl... Da muss es jedenfalls weg. Herr Taschenbier, im Mietvertrag steht ausdrücklich, Fahrräder an der Fassade anlehnen ist verboten. Aber Frau Rotkohl, ich... Ja, es war also ein ganz normaler Mittwoch. Und am Donnerstag? Hat's gedonnert. Test 112, Schirmmodell... Schirmmodell 3-5, Sparverstrebung. Und dann kam der Freitag. Regen verstärken. Noch stärker, Herr Oberstein. Ich sagte stärker, haben Sie Watte in den Ohren? Viel stärker. Jetzt gehen Sie mal nach Hause, bevor Sie die ganze Firma nass machen. Und so bekam Taschenbier am Freitag frei. Und heute? Heute ist Samstag. Herr Taschenbier, Sie sind ja immer noch da. Was darf's denn sein? Ja, nein, bitte. Statt Gemüse einzukaufen, kommt ihr alle angelaufen und glotzt dämlich zu mir hin. Wollt ihr wissen, wer ich bin? Haha, keiner weiß, wie ich heiß. Furchtbar dumm steht ihr rum. Was ist das denn? Woher soll ich das wissen? Ich habe sowas noch nie gesehen. Wie reden Sie denn vor dem Kind? Bin kein Kindchen, nein, und will auch keines sein. Die Frau da redet Unsinn, weil ich gar kein Kind bin. Unverschämtes Ding! Guck ruhig hin. Keiner weiß, wer ich bin. Furchtbar dumm, steh dir rum. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Sie? Aber was ist das denn?
Am Donnerstag hat's gedonnert. Am Freitag hatte ich frei. Na und? Heute ist Samstag. Samstag? Sams. Du bist bestimmt ein Sams. Wie hast du das rausgekriegt? Man muss nur logisch denken. Tja, mein Papa kann logisch denken. Papa? Ihr nicht? Papa weiß, wie dann ich heiße. Nehmen Sie doch Ihr Kind, Herr Taschenbier. Und lassen Sie es nicht da so sitzen. Unglaublich. Kauft bei mir in aller Seelenruhe ein und lässt so lange das Kind da im Dreck sitzen. Warum sagst du Papa zu mir? Weil nur mein Papa weiß, wie ich heiße. Ich bin müde. Und jetzt will ich heim ins Bett. Ja, wo wohnst du denn? Na, bei dir, Papa. Das ist ja ganz ausgeschlossen. Was glaubst du, was Frau Rotkohl sagt? Und wenn dann ein Sams schläft, kann man natürlich versuchen, es loszuwerden. Aber so leicht lässt sich ein Sams nicht abschütteln. Das wird auch Herr Taschenbier bald am eigenen Leib erfahren. Wieder die gleichen mickrigen Möhren wie letztes Mal. Langsam glaube ich, dass das Absicht ist, weil sie nicht gern einkaufen. Was ist das denn für ein Lärm da draußen? Die Kinder werden immer umgezogener heutzutage. Papa, hol dein Sams rein. Hörst du nicht dein Sams rein? Das Sams ist laut und ist er still, wenn es sein Papa holen will. Komm ich zu dir rein, sonst fange ich an zu schreien. Dann brülle ich so lang und laut, bis die alle Rosenkohle oben aus dem Fenster schaut. Dann werde ich zu Frau Rotkohl sagen, du sollst mich in dein Zimmer tragen. Papa, hol dein Sams rein. Ich muss unbedingt schnell eine Wanderung machen, ganz dringend. Gut für die Kondition, Sie verstehen? Sie eine Wanderung? Der Rucksack hat das Sams verschluckt. Der Rucksack drückt die Nase, juckt. Entschuldigung. Ich will nicht hier im Rucksack sitzen, nicht im doofen Rucksack. Hol mich aus dem Rucksack raus, sonst schreie ich durchs ganze Haus. Plötzlicher Wetterumschwung wird nichts mit der Wanderung. Frau Rosenkohl ist innen hohl. Na, ja. Taschenbier. Hier ist dunkel. Hier ist stickig. Ups, da press ich, schuck, da drück ich. Hier drinnen ist es stinkewarm. Drum raus, der Arm und raus, der Arm. Was? Noch einmal lasse ich mich nicht in so einen doofen, dunklen, engen Rucksack stecken. Darum bin ich lieber gewachsen. Kannst du das einfach so? Kannst du das nicht? Ein Sams kann sowas. Ah! Mein Anzug! Hä? Papas Anzug steht mir rein, da passt ich ganz genau hinein. Hey du, lass meinen Papierkorb ganz. Willst du das oder wünschst du das? Ob ich das will. Schmeckt gut. Super knackiges Prasselkörbchen. Na gut, dann wünsche ich das eben. Ich soll wohl verhungrigen. Ich hab doch selber nichts. Ich wünschte, ich hätte auch was zu essen. Was wünschst du dir denn? Am liebsten hätte ich so einen Rinderbraten, wie ihn Frau Rotkohl immer kocht. Versteck dich! Herein! Hier, der Rest vom Mittagessen. Ist noch warm. Wollen Sie es haben, sonst kommt es in die Tiefkühltruhe. Gerne, Frau Rotkohl. Was ist es denn? Rinderbraten mit brauner Soße. Guten Appetit. Sehr aufmerksam.
nebenbei das Frau Roth holt für mich. Was machst du denn da? Und mein Anzug ist total bekleckert. Nein, nur meiner. Das ist bitteschön immer noch meiner. Und warum kriege ich keinen Anzug? Psst. Ich habe keine Samtsanzüge. Du bist ja nicht im Kaufhaus. Wir können ja hingehen ins Kaufhaus. Nein. Hinfahren. Auch nicht. Ich habe keine Lust, mit dir auch noch ins Kaufhaus zu fahren. Bitte, Papa, bitte. Nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Niemals. 129, bitte rufen Sie 780. 129, bitte 780. Der ist zu klein. Zieh ihn ruhig mal an, Kleiner. Da ist die Umkleidekabine. Kaufhaus, Kaufmaus. Wissen Sie, als Chef der Textilabteilung habe ich einfach einen Blick dafür. Der Anzug passt. Ja, ja, natürlich. Kaufhaus, Blumenstrauß. Ist das Kind hier denn jung oder Mädchen? Gute Frage. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Sams, Papa. Das weißt du doch. Ja, sagen wir mal ein Junge. Hoffentlich weiß wenigstens die Mutter, um was es sich da handelt. Darf man in diesem Anzug auch einatmen? Natürlich, dumme Frage. Schlechter Stoff. Nichts zum Anziehen. Eher was zum Essen. Was hast du mit dem Anzug gemacht? Nichts. Nur tief Luft geholt. Anzüge kaputt machen und dann noch dumme Witze reißen, was? Dann probiert den mal. Der ist eine Nummer größer. Darf man in diesem Anzug auch einatmen? Etwas mehr Erziehung würde Ihrem Kind nicht schaden. Nerv uns nicht, zieh den Anzug an, ja? Dann atme ich also jetzt ein? Ja, mach schon. Sowas habe ich noch nie erlebt. Und ich bin schon seit 14 Jahren hier tätig. Also eines sage ich Ihnen, wenn der wieder nicht passt, dann ist Schluss. Ein für alle Mal Schluss. Verstanden? Sie müssen schon entschuldigen, das Kind hat eben einen starken Atem. Ich atme jetzt ein. Passt! Passt wie angeflossen. Ich weiß nicht. Ein Taucheranzug? Na und? Der passt doch! Außerdem ist es unser neuestes Modell. Brandneu! Brandneu? Wo brennt's denn? Hier brennt es. Hier! Es brennt! Bei diesem Herrn hier brennt es! Psst, hör auf damit! Feuer! Feuer! Bist du still, du kleine Kröte! Feuer! Feuer! Nein, nein, es ist nur falscher Alarm. Falscher Alarm! Feuer! Feuer! Es brennt! Feuer! Feuer! Nein! Nein, es ist falsch. Es ist falsch. Feuer! Feuer! Eigentlich nur, ja, wie sagt man, mein Neffe, wahrscheinlich, ja, mein Neffe, Entschuldigung. Sehen Sie sich das an, das werden Sie mir alles bezahlen. Wo kommt er überhaupt her, dieser Neffe? Ist nur zu Besuch, ganz kurz. Nein, ganz lang, Papa. Du kommst jetzt sofort da raus. Wie siehst du überhaupt aus? Hat das Kind keine anständige Hose? Hast wohl mit Tinte gespritzt.
Geh erst mal ins Bad und wasch dir das Gesicht. Erste Tür rechts. Aber nicht mein Handtuch benutzen, verstanden? Sie haben mir nie was von einem Neffen erzählt. Haben Sie überhaupt Geschwister? Entschuldigung. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dich jetzt gewaschen hast. Du hast ja schon wieder was im Mund. Zeig sofort, was du im Mund hast. Jetzt tu, was Frau Rotkohl sagt. Das war Wasser. Taschenbier. Entschuldigung. Wenn dieser Bengel nicht spätestens morgen aus dem Haus ist, fliegen Sie beide raus. Dann können Sie gleich Ihre Sachen packen. Und? Ist der Ausflug weit weg, Papa? Auf jeden Fall. Weit weg. Sehr weit weg. Richtig schöner Samstagsflug. Schön weit weg. Schau mal. Gefällt dir so ein Flugzeug? Ganz oberfein, wunderbar, brummig. Du möchtest doch sicher mal damit fliegen. Wirklich, Papa? Das ist ganz toll lieb von dir. Wohin? Warte mal, du! Warschau, Moskva, Novosibirsk, Hongkong, Peking! Warte mal! Ja! Komm, schnell! Aufgefressen. Kühlschrank auch. Jetzt ist doch auch in die Luft gejagt. Sag doch mal. Wahrscheinlich kreist es jetzt schon irgendwo über dem westsibirischen Permafrostgebiet. Ich bin ein schlechter Vater. Sag mal, Taschenbier, kann das sein, dass du zu viel getrunken hast? Ja, und ob du zu viel getrunken hast? Du hast doch gar kein Kind. Ja. Jetzt nie mehr. Entschuldigung. Wo finde ich Herrn Oberstein? Danke. Taschenbier, was soll das denn? Du lässt bei dem Wetter die Jalousie runter. Zum Essen, Papa? Natürlich.
natürlich. Und zwar etwas später. Dann essen wir ganz, ganz viel. Vorher muss ich aber zum Chef. Und so lange... Und so lange bleibst du in diesem Schrank und gehst nicht mehr raus. Aus diesem Schrank gehe ich nicht mehr raus, Papa. Versprochen. Bin gleich wieder zurück. Ist doch ganz schön gemütlich da drin. Wäre also zuerst der doppelt breite Schirm für Paare? Keine Chance. Erstens zu sperrig. Zweitens besteht der Reiz für Paare ja gerade darin, dass man unter einem Schirm eng zusammenrücken muss. Nicht wahr, Frau Merz? Das sehe ich auch so. Merkt man doch sofort, was für eine große Erfahrung Sie haben. Stoffdesign, Spannmaterial. War gar nicht so einfach, Frau Merz der Konkurrenz zu entreißen. Darf man doch so sagen, oder? Danke. Machen Sie weiter. Der hier wäre dann als Sonnenschirm. Sonnenschirm? Sehr gut. Ach. Ja. Denken Sie an die Klimaveränderung. Unsere Sommer werden immer trockener. Da bleiben wir auf unseren Regenschirmen sitzen. Frauen haben einfach Intuition und Ideen. Gedanken muss man sich machen, Taschenbier. Dann nehmen Sie mal das Modell in Ihre hübschen Hände, treiben Sie das Projekt voran. Und Sie, Taschenbier, gehen Frau Merz zur Hand, soweit es nötig ist. Ja? Kommst du überhaupt her? Vom Himmel hoch, da komme ich her. Mach keine dummen Witze. Wo du herkommst, will ich wissen. Erst aus der Luft und dann aus dem Schrank. Mein Papa hat mich reingestopft, doch ich bin schnell herausgehopft. So. Jetzt werden erstmal die Personalien aufgenommen. Wer ist denn dein Papa? Warum willst du das denn wissen? Jetzt sagst du bitte schön erstmal Sie zu mir. Wieso Sie? Bist du denn eine Frau? Frechheit, mich als Frau zu bezeichnen. Wieso? Ist eine Frau denn was Schlimmes? Nein, natürlich nicht. Und warum schimpfst du dann? Sie. Sie schimpft? Hier schimpft überhaupt keine Frau, nur du schimpfst. Sie, du Rotzlöffel, sagst gefälligst Sie zu mir. Also bist du doch eine Frau. Hey! Oh. Na, siehst du, Sam, so kannst du doch ganz brav sein. Wenn du nur willst. Nicht? Dauert nicht mehr lange, verspreche ich dir. Ach, Herr Taschenbier. Hallo, Frau Merz. Ich könnte mir ein stark farbiges, lebhaftes Motiv gut vorstellen. Obst zum Beispiel. Knallgelbe Banane. Das würde vielleicht ganz gut zu Sommer und Sonnenschirm passen. Ja, finde ich gut. Noch etwas. Ich wollte das vorhin vor unserem Chef nicht so sagen, aber in Ihrem Entwurf fehlt eine Entlüftung. Eine Öffnung, gut integriert. Die Hitze staut sich nämlich unter Sonnenschirmen. Ein Schirm mit Öffnung, Unter einem Schirm suche ich eigentlich Schutz und will mich geborgen fühlen. Na gut, sind wir ganz radikal. Machen wir eine Öffnung und darüber einen kleinen Ventilator. Eine echte Novität. Danke. Frau Januar, Frau Februar, Frau Merz. So, Sams, wir zwei müssen jetzt mal ernsthaft miteinander reden. So kann es ja schließlich nicht weitergehen. Sams!
Sams! Wo haben Sie denn wieder die Topflappen hin, Taschenbier? Alles in Ordnung, Frau Rotkohl. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Sie haben vielleicht Nerven. Hallo, Papa. Oh nein. Wann gibt's denn Abendessen? Frau Rotkohl kündigt mir. Wenn die dich hier sieht, die schmeißt mich einfach raus. Und warum wünschst du nicht, dass du bleiben kannst? Meine Wünsche sind noch nie in Erfüllung gegangen. Du hast ja auch noch nie einen Sams mit Wunschpunkten gehabt. Mit Wunschpunkten? Na, die hier. Du weißt doch, immer wenn du dir was wünschst, verschwindet ein Punkt und dein Wunsch geht in Erfüllung. Mach du nur blöde Witze. Und wie war das, als du den Rinderbraten gewünscht hast? Das war reiner Zufall. Das war rein zufällig. Kein Zufall. War doch Zufall. War kein Zufall. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Gut. Dann wünsche ich mir jetzt, dass es hier im Zimmer schneit. Schneit wie am Nordpol. Es funktioniert! Unglaublich! Sag ich dir doch! Was hast du denn mit meinem Zimmer gemacht? Ich kann da niemals nichts dafür. Du musst einfach genauer wünschen. Du hast dir doch Tauwetter gewünscht. Wieder trocken ist, wird mein Zimmer aufgeräumt. Jetzt fliegt er raus. Endgültig. Gleich gehen wir heim. Herrchen muss nur noch für Ordnung sorgen. Genau das Gegenteil von dem sagt, was sie sagen will. Herr Taschenbier, eines will ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen. Sie sind ein derart netter, lieber und freundlicher Mensch. Ich kündige Ihnen nicht, und zwar sofort. Ich wollte sagen, Sie bleiben hier, verstanden? Danke, Frau Rotkohl. Sehr gerne. Und was mit dem Sams? Ich meine, mit meinem Neffen? Ach,
Jennifer ist auch wieder da. Wie schön. Wenn ich den noch einmal in meiner Küche erwische, dann bekommt der sofort was zum Essen. Oh. Dieser Neffe ist das unglaublich netteste, artigste und wohlerzogenste Kind, das ich mir vorstellen kann. Was sag ich da nur? Ich wollte sagen, ich freue mich ja so, dass er hier bleibt. Oh. Und noch etwas. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen, attraktiven Tag. Und diesen netten Neffen ebenfalls. Von ganzem Herzen. Wie viele Punkte hast du denn noch? Da habe ich ja noch jede Menge Wünsche frei. Ich wünsche das Licht an. Ich wünsche das Licht aus. Großartig, das klappt ja alles wunderbar. Jetzt was Komisches. Ich wünsche mir, dass der Tisch schwebt. Wieso schwebt er denn nicht? Warum schwebt er denn nicht? Nicht alle Wünsche gehen gleich schnell. Schwierige dauern etwas länger. Hey. Das war kein guter Wunsch. Ich wünsche, dass der Tisch wieder auf seinem Platz steht. Ich wünsche, dass das Glas wieder ganz ist. Jetzt wünsche ich... Willst du nicht lieber was Vernünftiges wünschen? Ich wünsche, dass mein Sonnenschirmentwurf schön fertig gezeichnet auf dem Tisch liegt. Mit Ventilator. Fabelhafter Entwurf. Geniale Konstruktion. Ich weiß nicht, ob ich die so hingekriegt hätte. Muss ich morgen gleich Frau Merz zeigen. Ich wünsche mir... Vorsicht, ich habe nicht mehr viele Punkte. Na gut, dann hör gut zu. Ich wünsche mir eine Wunschmaschine, die Wünsche erfüllen kann. Was sagst du jetzt? Das ist ein ganz besonders schwieriger Wunsch. Der kostet gleich 2 Wunschpunkte und dauert mindestens 1 Tag und 3 Minuten. So lange? Na gut, dann wünsche ich mir, dass du bis dahin still hier im Zimmer bleibst, damit ich morgen in Ruhe zur Arbeit gehen kann. Sams? Sams? Schau mal raus! Herr Taschenbier! Dass Sie da unten dermaßen laut rumschreien, finde ich sehr angenehm und äußerst abwechslungsreich. Ich wünsche, dass der Reifen wieder aufgepumpt ist. Danke. Ein Eisbär hat sich heute in einem Eiscafé mitten in der Innenstadt verschanzt und den Besitzer und alle Besucher in die Flucht geschlagen. Die Polizei bittet die Bevölkerung dringend, Ruhe zu bewahren und hat bereits eine Spezialeinheit einfliegen lassen. Neben mir jetzt 3 dieser Spezialisten, die ich frage, trauen Sie sich wirklich zu, den Eisbär lebend zu fangen? Ich ist eine Dame, sie gehen nach Schwamm. Ich will es eben gehen, dann noch schon, dann gucken wir uns immer zu. Das waren deutliche Worte. Da kann ich nur sagen, Weidmanns Heil. Eisbären im Hochsommer. Ja, zuerst kommen die Eisbären, dann kommen die Kamele. Sie hatten recht, Frau Merz. Klimaveränderung. Das Wetter spielt verrückt. Unsere Strategie für die Zukunft kann nur heißen Sonnenschirme, Sonnenschirme und nochmal Sonnenschirme. Originelle Idee. Wo sind denn die Batterien vorgesehen? Batterien? Ja, Batterien für den Ventilator. Für den Ventilator? Die Batterien... Im Griff. Der Griff ist hohl, stimmt's? Genau. Ausgezeichnete Arbeit. Taschenbier. Sie haben eine Woche Urlaub verdient. Wieso Urlaub? Ja, als Konstruktionsprämie. Honorar sozusagen. Ja, freuen Sie sich. Gehen Sie nach Hause, spannen Sie mal richtig aus. Ich werde so lange mit Frau Merz die Entwicklung vorantreiben.
Und du meinst, alle Frauen sind so? So heikel? Nach meinen Erfahrungen fast exakt genauso. Fast. Du glaubst also, es gibt einen gewissen Spielraum? Gibt es. Man muss ihn nur zu nutzen wissen. Ich zum Beispiel verfüge über gewisse Rezepte. Ja. Über die verfüge ich. Rezepte? Ja. Pelztiere zum Beispiel kommen bei Frauen hervorragend an. Die wollen sie streicheln, ja, das wollen sie. Wenn ich zum Beispiel einen Koala-Bären im Arm halte, dann dauert das keine 2 Minuten. Dann kommt schon die Erste und fragt, darf man den streicheln? Und schon ist man im Gespräch. Pelztiere. Ja. Und Autos, sagt man. Schicke Autos sollen Eindruck machen. Richtig großen Eindruck, sogar bei Frauen, bei denen man sowas gar nicht denkt. Man schaltet die Maschine ein. Wo? Da? Und spricht den Wunsch zum Trichter rein. Da spricht man rein. Man schaltet die Maschine ein und spricht den Wunsch zum Trichter rein. Ich wünsche mir ein schickes Auto. Vorsicht! Was denn? Was macht denn diese verrückte Maschine? Du musst einfach genau wünschen, Papa, habe ich dir schon mal gesagt. Aber sehr schick. Wirklich ein ausgefallenes Modell. Lass doch mal den Motor an, Papa. Aber doch nicht hier im Zimmer. Dann wünsch es doch nach draußen, vor die Haustür. Dann lieber doch ein Stückchen weiter weg. Ich wünsche, dass der Wagen auf dem Ulrichplatz steht. Warum denn ausgerechnet auf dem Ulrichplatz? Weil hier gleich jemand vorbeikommt. Vielleicht. Du bleibst bitte schön im Auto sitzen, ja? Hallo, Herr Taschenbier. Merz, das ist ja ein Zufall. Sie fahren Auto? Im Moment eigentlich nicht, gewissermaßen. Aber gleich. Gefällt es Ihnen? Ein ausgefallenes Modell. Sehr schick. Finden Sie es beeindruckend? Fahren eigentlich alle in der Firma das gleiche Auto? Wieso? Sie haben nicht nur das gleiche Modell wie Herr Oberstein. Sie haben auch exakt die gleichen Bezüge. Ich muss weiter. Tschüss. Bis bald und genießen Sie Ihren Urlaub. Tschüss. Tschüss, Frau Merz. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Gute Fahrt. Kannst du überhaupt Auto fahren? Nicht direkt. Ich bin schon öfter mal mitgefahren. Kann ja nicht so schwer sein. Das gleiche Modell wie Herr Oberstein. Sogar die gleichen Bezüge. Na, irgendwo muss das Auto ja herkommen, oder? Du meinst, das ist das Auto vom Chef? Mein Gott, der schmeißt mich raus, der schmeißt mich doch in Hohenburg raus! Was willst du? Ist doch ein schickes Auto. Wie? Gefällt mir äußerst schön gut. Was machen wir nur? Wir müssen es sofort zurückwünschen. Sofort! Mein Wohnzimmer. Dich bringe ich ins Gefängnis. Ins Zuchthaus. Bei Wasser und Brot. Lebenslänglich!
Hier ist Lucia. Lucia. Ja, Herr Wachtmeister, sofort hier kommen. Ein unbekanntes Auto in meinem Wohnzimmer. Schnell weg hier, komm, schnell, schnell, schnell. Doch, ehrlich, kein dummer Scherz, nein. Ich wünsche, dass das Auto sofort dorthin verschwindet, wo es hergekommen ist. Und dass es bei Herrn Löcher im Zimmer wieder genauso aussieht wie vorher, bitte. Bitte. Was, Papa? So ein schönes Auto wünschst du einfach weg? Wünsch es wieder her, bitte. Nein. Autofahren ist mir viel zu anstrengend. Aber ich sage Ihnen doch, das Auto stand hier. Genau hier. So, so. Und was interessiert uns in diesem Zusammenhang? Wie soll ein Kraftfahrzeug in einen rundum geschlossenen Innenraum gelangen? Richtig. Durch dieses Loch in der Wand. Aha. Ein Loch, das sichtlich nicht existiert. Richtig. Herr Löcher, wir Polizisten sind bestimmt nicht humorlos. Und für einen geistreichen Scherz immer zu haben. Aber das hier geht zu weit. Das ist nicht mehr witzig. Das erfüllt den Tatbestand der bewussten Falschaussage. Richtig. Irreführung der Behörde. Richtig. Und? Unzweifache Beamtenbeleidigung. Richtig. Aber das Auto stand hier. Genau hier. Und das ist? Nicht richtig. Richtig. Hallo, Taschenbier. Hallo, Mon. Du, heute zu zweit? Ja, mein Sams ist mitgekommen. Du? Sams. Merkwürdiger Name. Ja, mein Name ist so würdig, dass man ihn sich merkt. Deiner nicht. Aber ich weiß, wie man ihn sich merken kann. Man sagt ganz einfach, wer rülpst so laut ins Telefon, das ist natürlich der Herr Mon. Man muss sich also nur Telefon merken und rülpst und schwupps, schon fällt einem dein Name ein. Ist dieses Sams reichlich unverschämt? Ja. Ja, und so. Das ist manchmal ein bisschen vorlaut. Ja, manchmal habe ich vor, etwas laut zu sein. Aber jetzt bin ich mal leise. Wer ist das denn da vorne? Das ist Herkules, mein Papagei. So ein Papagei hat schöne Federn. Darf ich mir eine ausrupfen? Untersteh dich! Wo sind denn deine Badesachen? Ich muss dir etwas zeigen. Bitte komm. Ich wünsche, das ist auch sicher wieder nur eine von deinen verrückten Erfindungen, die immer gut aussehen, aber nie funktionieren. Warte mal. Du wirst staunen, du. Ich wünsche. Und das klappt auch bestimmt? Ja. Und das ist auch nicht gefährlich? Jetzt mach schon! Ich wünsche, dass Herkules sprechen kann. Dass er reden kann, wie ich. Hasse ich es, auf deinem Fahrrad mitzufahren? Ja, das hasse ich. Habe ich das gewusst? Nein, das wusste ich nicht. Soll nicht wieder vorkommen, Herr Kohles. Und außerdem habe ich Durst. Ja, das habe ich. Mann, öffne mir die Tür. Er redet wie ein Mensch. Bitte schön. Herr Kohles. Taschenbier. Was soll denn das schon wieder? Fremde Vögel in meiner Wohnung. Mein Name ist Herkules. Und wer sind Sie? Wie? Was? Wieso kannst du... Ich heiße Rotkohl. Und ich heiße Mohn. Ich bin der Freund von
Taschenbier. Ach. Guten Tag, Herr Moon. Ich habe Sie schon öfter in der Stadt gesehen. Immer auf dem Fahrrad. Ist das Ihr Vogel? Das ist mein südamerikanischer Gelbbrustara. Genauer gesagt, tropisches Südamerika. Eine erstaunliche Dressurleistung. Wenn Sie wollen, können Sie ihn streicheln. Ja, das können Sie. Nicht mich, lieber den Koala-Bär. Ich habe mir gerade einen Kaffee gemacht. Er ist noch ganz heiß. Darf ich Ihnen vielleicht auch einen anbieten? Ja, Bob. Nur zu gern. So, kommst du jetzt mit zum Baden? Aber Herr Taschenbier, wer wird denn an einem so schönen sonnigen Tag schwimmen gehen? Haben Sie recht, Frau Rotkohl. Ja, das haben Sie. Nimm es mir nicht übel, Taschenbier, aber ich habe heute keine Lust auf Schwimmbad. An einem so schönen Tag. Ja, dann eben nicht. Gehen wir eben alleine. Ich wünsche, dass wir im Schwimmbad sind. Ja, aber hier doch nicht. Sie können doch nicht im Anzug ins Becken. Haben Sie denn keine Badehose? Das ist ja unhygienisch. Sogar die Schuhe hat er anbehalten. Hey, Sie, sofort raus da. Das ist eine unglaubliche Schweinerei. Bademeister baden, meistens nur die Waden. Aber sofort raus da, zack, zack. Papa? Ich wünsche, dass der Bademeister einen fürchterlichen Bauchplatscher macht. Ich wünsche? Ah! Bademeister baden, meistens nur die Waden. Dieser Meister badet auch seinen Po, seinen Bauch. Warte nur, bis ich mich umgezogen habe. Dann kannst du was erleben. Schwimmbad ist ziemlich sehr lustig, Papa. Verlass mich drauf. Hallo, Herr Taschenbier. Na, genießen Sie Ihren Urlaub? Hallo, Frau Merz. Ja. Gehen Sie immer im Anzug ins Wasser? Ach, das ist gewissermaßen ein Test. Ein Test? Ja, weil in der Regenanlage werden meine Anzüge immer nass und manche laufen ein, manche nicht. Und da wollte ich diesen hier gewissermaßen schon von vornherein gleich mit dem Wasser bekannt machen. Eine originelle Methode. Und? Ist er eingelaufen? Das weiß man natürlich immer erst, wenn er wieder trocken ist. Ah ja. Was diese Turmspringer für eine Körperbeherrschung haben. Einfach bewundernd. Tja, dann... Tschüss. Und viel Spaß noch. Wiedersehen, Frau Merz. Turmspringer müsste man sein. Wünschst du dir das? Wirklich? Ja, irgendwie schon. Warum? Oh nein. Oh. Oh. Oh, 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 Gratuliere. Wozu denn? Zu diesem Sprung. Der war Ihnen gewidmet, gewissermaßen. Das ist wirklich sehr liebenswürdig von Ihnen. Reden wir nicht mehr darüber. Wollen Sie den nassen Anzug nicht ausziehen? Ich bin nasse Anzüge gewohnt. Ich hole uns ein Eis.
Hast du meinen Papa gesehen? Wer ist denn dein Papa? Na, mein Papa Taschenbier. Der Taschenbier ist dein Papa? Ja. Und deine Mama, wohnt die auch bei euch? Nö, Papa wohnt bei Frau Rotkohl. Ist er mit der zusammen? Ja, zusammen in einer Wohnung. Früher hat sie wohl oft geschimpft, aber seitdem ich da bin, ist sie ganz freundlich zu ihm. So, freundlich ist sie. Was ist denn passiert jetzt da? Papa, schweigst du noch lange? Noch ganz lange? Noch länger? Ich schweige nicht, ich denke. Was denkst du denn? Ob du endlich mal ruhig sein kannst. Darf ich Sie noch was fragen, Herr Mohn? Fragen Sie, Frau Rotkohl. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Anton, Frau Rotkohl. Was für ein Zufall. Ich heiße Annemarie. Merken Sie was? Unsere Vornamen beginnen beide mit den gleichen zwei Buchstaben. Ja, nicht nur das. Wir haben auch beide zwei im Vornamen. Und der zweite Buchstabe in Ihrem Nachnamen ist ein O, genau wie bei mir. So viele Gemeinsamkeiten. Ist es nicht ein Wink des Schicksals? Ja, das ist einer. Oh, Taschenbier. Wie war es im Schwimmbad? Schön. Nass. Ja, das ist schade, dass ich jetzt gehen muss. Jetzt, wo wir uns gerade so interessant unterhalten. Ich würde Sie gerne zu einem späten Frühstück einladen. Ich glaube, man nennt sowas heutzutage Brunch. Ja, dann brunchen wir morgen zusammen. Ja, das tun wir. Und der Papagei? Ja. Bist du schlecht gelaunt, Papa? Es ist denn ein Wunder. Weißt du, wenn wir irgendwo ganz allein wären, nur wir zwei, beispielsweise auf einer einsamen Insel, die schlechte Stimmung wäre gleich vorbei. Wir würden uns glänzend verstehen, da bin ich ganz sicher. Bestimmt, Papa. Ganz sicher. Wünschst du dir das? Das wäre wunderbar. Wie in einem Roman. Auf einer einsamen Insel mit jemandem, den man liebt. Ja. Ob du es dir wünschst? Nichts mehr als das. Natürlich wünsche ich mir das. Was ist denn jetzt los? Na, du hast uns doch gerade hierher gewünscht. Nein. Ich habe es überhaupt nicht hierher gewünscht. Musst du deshalb so schreien? Ich schreie überhaupt nicht. Ist doch ziemlich schön hier. Ja, sehr, sehr schön hier. Wir kommen nie mehr von dieser Insel weg. Ganz ohne Wunschmaschine hier. Wir sind die Nächsten. Warum trifft es denn immer mich? Warum muss denn ausgerechnet ich diesem Samst begegnen? Ich könnte ein wunderbares Leben führen. Ein ganz normales Leben. Ich würde da ganz normal in der Fabrik arbeiten. Ich könnte ganz normal bei Frau Rotkohl wohnen. Aber nein. Und jetzt muss ich diese meine letzten Tage auf dieser grässlichen Insel verbringen. Nie kann man es dir recht machen. Immer musst du dich beklagen. Und immer bin ich schuld. Bist du ja auch. Bevor du da warst, war alles in Ordnung. Was willst du denn? Du hast dich doch hierher gewünscht. Aber doch nicht hierher. Schon gar nicht mit dir. Ach so? Mit wem denn sonst? Dreimal darfst du raten. Frau Merz, Frau Merz, Frau Merz. Nur weil sie eine schönere Nase hat. Was verstehst du denn schon davon? Nichts. Gar nichts. So eine gemeine Gemeinheit.
Papa. Ist es wegen meiner Nase, Papa? Was ist wegen deiner Nase? Dass du mich nicht mehr magst. Sie passt sehr gut zu dir. Ich könnte mir keine schönere Samsnase vorstellen. Du, Papa? Ich kann mir keinen besseren Papa vorstellen. Und ich mir kein besseres Sams. Warten Sie schon lange? Ach, die schönen Blumen. Sind die etwa für mich? Heute Morgen eigenhändig gepflückt, Frau Rotkohl. Selbst gepflückt? Na, dann weiß ich sie noch mehr zu schätzen. Wollen wir reingehen? Ja, das wollen wir. Danke. Wir haben es doch ziemlich schön hier, Papa. Ja. Ja, sehr schön. Nur, dass nie ein Schiff vorbeikommen wird, wir nichts zu essen und zu trinken haben. Und ich jahrelang unentschuldigte Arbeit fernbleiben werde. Schau mal hinter meine Ohren. Da sind ja noch zwei Punkte. Heimlich aufgehoben, für Notfälle. Ist mein Freund Taschenbier eigentlich da? Er war gestern ziemlich beleidigt. Ich habe ihn seit gestern nicht mehr gesehen und nicht gehört. Und seinen seltsamen Neffen auch nicht. Er muss ja auch nicht zur Arbeit. Er hat ja noch Urlaub. Vielleicht sollte ich ihm Hallo sagen. Ja, das sollten Sie. So, mein Freund, wirst du gleich vor der Haustür stehen mit deinem Sams? Ja, das wirst du. Da kann ich dir von meinem großen Glück erzählen. Ich wünsche, dass mein Sams und ich sofort wieder in meinem Zimmer stehen. Ich wünsche, dass der Taschenbier und sein Sams vor der Haustür stehen. Ist das merkwürdig? Ja, das ist es. Was ist denn los, um Himmels Willen? Zwei Wünsche kämpfen gegeneinander. Entweder die Maschine gewinnt oder ich. Für einen wird es ganz, ganz schlimm ausgehen. Hilf mir, Papa. Mir ist ganz schlecht. Und so heiß. Du glühst ja. Mond, schnell. Ein feuchtes Tuch. Die Maschine. Das ist eine Maschine. Das Sams braucht Hilfe. Na los! Gib mir deine Hand. Mein Gott, da ist ja 40 Fieber. Mohn? Mohn! Begreifst du das? Das Sams hat von zwei Wünschen gesprochen. Ich habe aber nur einmal gewünscht. Wieso du? Ich hab doch euch beide vor die Haustür gewünscht. Mit der Maschine. Ja, bist du denn wahnsinnig? Du kannst doch nicht hier in mein Zimmer kommen und einfach mit meiner Maschine drauf loswünschen. Siehst du, was du angerichtet hast? Wenn du mich nicht in deinem Zimmer haben willst, kann ich ja gehen. Siehst du mich jemals wieder? Nein, siehst du nicht? Ja, geh nur, geh. Sams. Liebe Sams. Sams, sag doch was. Hörst du mich? Sams. Hörst du mich? Sams. Bitte. Sag ich mir.
Sams, ich wünsche mir, dass du wieder gesund wirst und dass es dir gut geht. Danke, Papa. Das war knapp. Geht's so gut? Jetzt hast du aber den letzten Wunschpunkt weggewünscht. Und die Maschine ist kaputt. Ist egal. Hauptsache ist, dass du wieder gesund bist. Wir schaffen es auch ohne Wunschpunkte. Und ohne Wunschmaschine. Ich muss los. Kann ich mich darauf verlassen, dass du ruhig und unauffällig hier im Zimmer bleibst, bis ich wiederkomme? Wünschen kann ich mir jetzt nicht mehr. Ich verspreche es dir, Papa. Frau Merz. Hallo. Hallo, Mon. So, Taschenbier. Jetzt werden wir mal sehen, ob Sie den Mini-Mini wirklich in 10 Sekunden aufbekommen. Los! 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Regen, Marsch! Das waren 12 Sekunden Taschenbier, nicht 10. War ja vorauszusehen. Kommen Sie. Wir gehen. Kannst du nicht schlafen, Papa? Bist du traurig? Wegen mir. Alles geht schief. Und wir haben keine Wunschpunkte mehr. Vielleicht kann ich dir helfen. Mir kann keiner helfen. Eigentlich darf ich es ja nicht verraten. Aber weil du mein Papa bist und so traurig. Es gibt eine Möglichkeit, wie ich wieder Wunschpunkte kriegen kann. Wunschpunkte? Psst. Es ist aber schwierig. Aha. Ich muss an einem Freitag um Mitternacht auf ein Hausdach steigen. Es geht aber nur bei Vollmond. Und genau dann, wenn es 12 Uhr schlägt, muss ich Gatzmaß sagen. Gatzmaß? Das ist Samstag, rückwärts gesprochen. Dann? Dann habe ich wieder neue Wunschpunkte. Übermorgen ist Samstag. Du, da holst du dir neue Punkte, ja? Ja, da holen wir uns neue Punkte. 4? Ja, Papa. Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es müssen immer 2 sein.
Der eine sagt Gatzmaß und kriegt die Punkte und der andere, der darf damit wünschen. Ich muss mit aufs Dach. Das schaffe ich nie. Wenn der Freitag dem Samstag weicht, ist die richtige Punktzeit erreicht. Drum sei um Mitternacht noch wach, steig hoch hinauf und reite das Dach. Erglänzt der Mond voll wie ein Kreis, erklinge das Wort, das sonst keiner weiß. Das Wort ist der Tag an, wenn auf zu singen. Das Wesen lieber zum ersten Mal kam, aber rückwärts gelesen. Und du komm endlich ganz hoch, gleich schlägt's 12. Los, komm! Sag das was! Nein, Papa, nicht! Du sollst das was sagen! Acht! Sag ganz was! Elf! Zwölf! Vorbei! Vorbei! Und du lachst auch noch. Warum hast du denn nicht ganz was gesagt? Weil du es doch gesagt hast. Sogar dreimal. Und es hat funktioniert, wie man sieht. Was soll das heißen? Ich wünsche, dass du in einen Spiegel guckst. Ich hab keine Lust, mitten in der Nacht in einen Spiegel. Mein Gott. Wie sehe ich denn aus? Wunschpunkte, Papa. Wie gewünscht. Großartig. Dann hat's ja doch geklappt. Ich wünsche mir, dass wir augenblicklich wieder unten in meinem Zimmer stehen. Nicht nur, dass ich diese hässlichen Punkte im Gesicht habe, jetzt funktionieren sie nicht einmal. Doch, Papa. Und wie? Und jetzt wünsche ich, was ich will. Ich wünsche, dass wir jetzt in unserem Zimmer sind und endlich schlafen. Und zwar ganz, ganz lange. Hey, Papa! Es ist schon fast ganz dunkel. Langsam Zeit, dass wir aufstehen. Sag mal, ist jetzt 8 Uhr morgens oder 8 Uhr abends? Abends. Ich habe uns den Schlaf wohl ein bisschen zu lange gewünscht. Habe ich schon wieder einen Hunger? Ist ja abscheulich. Frau Merz wird denken, ich habe eine ansteckende Krankheit. Soll ich die Punkte wieder wegwünschen? Nein. Nein. Aber müssen die denn unbedingt im Gesicht sein? Müssen sie nicht. Ich wünsche, dass du die Punkte auf dem Bauch hast. Aha. Frau Rotkohl scheint spazieren gegangen zu sein. Mal sehen, was so alles im Kühlschrank drin ist. Ach was, Kühlschrank. Ich wünsche, dass auf diesem Tisch 50 Paar Würstchen liegen. Mit Senf. Oh. So geht das doch nicht. Ich wünsche, dass der Tisch dreimal so groß ist. Dummer Tisch. Ich wollte eine große Tischplatte. Keine hohen Tischbeine. Soll ich etwa zum Essen auf die Leiter steigen?
Muss ihm genauer wünschen. Ne? Muss ich ihm nicht. Ich wünsche, dass wir beide in dem besten Feinschmecker-Esslokal der Stadt stehen. Sie entschuldigen mich einen Augenblick, ich bin gleich wieder da. Hören Sie, ich bin wirklich tolerant, aber gewisse Grenzen sollten noch gewahrt bleiben. Solche Leute gehören nicht in ein Restaurant wie dieses. Im Taucheranzug. Wir sind doch hier nicht im Hallenbad. Ja, natürlich, Herr Oberstein. Ich hatte schon sowieso vor, die beiden in eine andere Ecke zu setzen. Oh, oh, lecker! Was soll das denn? Unverschämtheit. Entschuldigung. Bitte. Unglaublich. Darf ich Sie bitten? Hier, die Speisekarte. Oh, eine Karte zum Speisen. Nicht besonders gut gewürzt. Darf ich um das Salzfass bitten? Chef? Chef? Die Herrschaften wünschen. Kann man sich bei dir auch was wünschen? Wo hast du denn deine Punkte? Auch auf dem Bauch? Punkte? Ich bin schließlich kein Marienkäfer. Dann wünsche ich mit Papas Punkten. Ich wünsche laute Musik. Angelo! Ja, sofort die Musik wieder ab! Schöne Musik, Papa! Angelo! Magst du nicht tanzen? Ich habe nicht getanzt. Ich wünsche es mir aber so. Nein! Nein! Bitte, ja? Mir zuliebe. Bestimmt was mit dieser Frau da drin. Ja, mit dieser Frau. Wünsch doch bitte, dass Frau Merz, also dass sie mich, ja, dass sie sich in mich verliebt. Und dann bist du glücklich? Und wie? So wie beim Tanzen? Nein, das wäre mir eher peinlich.
Aber beim Turmspringen warst du glücklich. Von wegen, ich hab's gehasst. Ich wollte doch gar nicht. Der Wunsch hat mich doch dazu gezwungen. Also gut, dann zwingen wir jetzt Frau Merz, dass sie dich liebt. Die wird vielleicht dann Spaß haben. Ja. Nein! Sagst nein, ich wünsch nicht. Nicht? Nein. Ich bin ein Dummkopf. Ich will doch, dass Frau Merz mich liebt, weil sie will. Und nicht, weil sie muss. Ja? Komm. Geh nach Hause. Nö. Jetzt will ich endlich erstmal was essen. Da, Papa. Ich hab Hunger. Ich höre. Zweimal. Limo, bitte. Was ist denn da Limo? Zitrone, Orange, Spezi. Zitrone. Ist aus. Spezi? Ja, ja, wird immer gern genommen. Und zweimal Würstchen, bitte. Mit Senf. Und mit Ketchup. Und bitte die Mayo nicht vergessen. Das war bestimmt wieder ein Streich von Ihrem Freund Taschenbier. Weiß der Himmel, wie er ihn überhaupt hier hereinbekommen hat. Annemarie, hier oben sind Würstchen. Berge von Würstchen. Sind Sie auch so hungrig wie ich? Ja, aber... Wollen wir einmal etwas Ausgefallenes tun? Ja, das wollen wir. Wir machen Picknick auf dem Tisch. Darf ich mir erlauben, Ihnen heraufzuhelfen? Heran, für die man sonst eine Leiter braucht. Liebe Frau Annemarie, sollen Sie an einem Abend wie heute irgendwelche Lampen abstauben? Nein, sollen Sie nicht. Setzen Sie sich zu mir und speisen Sie. Ja, wenn Sie meinen, Herr Anton, es ist das erste Mal, dass ich auf einem Tisch esse. Ja, das ist es. Mahlzeit. Das sollen wir essen. Nein, Papa. Ich wünsche... Sie sind gewissermaßen in jeder Beziehung einzigartig. Herr Oberstein, Sie verwechseln Geschäftliches mit Privatem. Und das mit dem größten Vergnügen. Ich habe mir erlaubt, eine Kleinigkeit ganz in Ihrem Sinne zusammenzustellen, Herr Oberstein. Oh. Buon Appetit. Spargel mit Nüssen? Spargel mit Nüssen. Das ist... Asperici alla milanese. Und da? Da haben wir eine echt geile Cuore di Filetto Marinato Crudo. Vom Mittelstück gut abgehangen. Eine super Kombi. Hast du gut ausgesucht. Lecker, lecker, lecker. Und das? Ist Schokoladenpudding. Mousse au chocolat. Hallo, Herr Taschenbier. Hallo, Frau Nase. Sie haben toll getanzt. Danke. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden. Wieso verabschieden? Ich werde morgen kündigen und die Stadt wieder verlassen. Am schnellsten geht's mit dem Doppeldecker. Aber wieso denn? Das hat viele Gründe. Das wäre aber... Ich hätte gern weiter mit Ihnen zusammengearbeitet. Müsst Ihr Kind nicht schon langsam im Bett sein? Das ist nicht mein Kind. Das ist mir gewissermaßen zugelaufen und wohnt jetzt bei mir. Ich bin ein Sams. Er ist mein Papa und ich bin kein Kind. Ah ja. Das scheint etwas kompliziert zu sein.
Ist überhaupt kein bisschen kompliziert. Ah ja. Und Frau Rotkohl? Ach, Sie kennen meine Vermieterin? Ihre Vermieterin? Nein, die kenne ich nicht persönlich. Mehr so vom Hörensagen. Ach so. Das sieht ja richtig gut aus, was Sie da essen. Hab ich ausgesucht. Arsch Paracci, Pipinese und Maus in Schokolade. Super Kombi, was? Schmeckt köstlich. Das ist ja ein richtiger Geheimtipp hier. Bratwurst Willi. Das sollten wir uns merken. Wir haben den großen Tisch ganz vergessen. Schnell wünsche ihn wieder klein, bevor Frau Rotkohl irgendwas merkt. Mhm. Oh. Was war denn das? Schon wieder? Oh. Herr Anton, ich hoffe, ich bin Ihnen nicht zu schwer. Sollten wir uns nicht endlich duzen, Annemarie? Ja, das sollten wir. Ja. Mohn! Taschenbier? Ich finde, wir sollten wieder miteinander reden. Ich war unfreundlich zu dir. Ich weiß. Es tut mir leid. Schon vergessen. Kann ein Verliebter jemandem böse sein? Kann er nicht. Wem sagst du das? Dann streichen Sie doch einfach einen Tag von meinem Jahresurlaub, Herr Oberstein. Ich habe heute etwas sehr Wichtiges vor. Wiederhören, Herr Oberstein, wiederhören. Findest du, dass du so auf Frauen wirkst? Was war die Frage? Und was meinst du mit so? Naja, mit diesem altmodischen Anzug. Und bei der Haltung? Was mit meiner Haltung? Soll ich dir mal zeigen? Zeigen? Ich kann mir ja wünschen, dass ich genauso aussehe wie du. Dann siehst du dich mal. Und dann läufst du als zweiter Taschenbier durch die Gegend für immer und ewig? Nein. Bitte, nein. Wirklich nicht. Das ist ein ganz besonders schwieriger Wunsch, Papa. Der hält sowieso höchstens nur eine Stunde. Hm? Dann bin ich wieder das Sams. Guck mal, Papa. Ich wünsche, dass ich genauso aussehe wie du. Na? Oh. Stell dich mal gerade hin, lass die Schulter nicht so hängen. Das geht nicht, Papa. Ich habe gewünscht, dass ich genauso aussehe wie du. Dein Anzug ist ja wirklich nicht gerade modisch. Du meinst, dein Anzug. Was mache ich nur mit dir? Ich muss weg einkaufen fürs Abendessen und vielleicht auch eine neue Jacke. Bitte, geh in mein Zimmer und bleib um Himmels Willen, solange da drin bist du wieder aussiehst wie ein Sams, ja?
Wenn du wiederkommst, sehe ich bestimmt wieder aus wie ein Sams. Papa, verspreche ich. Hallo, Margarete. Bruno. Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Ja? Es ist mir ganz wichtig. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Sag es einfach. Wir brauchen keine Geheimnisse voneinander zu haben. Es geht um deine Nase. Meine Nase? Die ist... Ja? Die ist sowas von hässlich. Wie eine vertrocknete Kartoffel. Bist du gekommen, um mir sowas zu sagen? Ja. Die sieht ja aus wie eine alte, verrutzelte Tomate. Kein Vergleich zu einer Samsnase. Und was ich noch sagen will, ist, ich will dich nie mehr. Nie! Dass ich dich nie, nie mehr! Nie! Wer ist dran? Ich krieg einen Kopfsalat. Einen Moment bitte. Jetzt bin ich dran. Ich möchte bitte einen Kopfsalat, ich möchte einen Sellerie, einen Pfund von den Tomaten und ich möchte ein Kilo, zwei Kilo von diesen knackigen frischen Möhren. Ich habe nämlich heute Abend eine Frau zum Essen eingeladen. Ah ja, und wo wir gerade dabei sind, ab jetzt ist Schluss mit Vordrängeln, ab jetzt will ich nur noch frisches Gemüse. Ich möchte nie wieder dieses verschrumpelte Zeug hier essen. Geh weg! Was soll ich gesagt haben? Margarete, was behauptest du denn da? Ich bin nicht betrunken. Ich war auch nicht betrunken. Nein, hör mal. Nein, lass mich doch mal was sagen. Nein, nein! Wieso denn völlig verändert? Hör zu, Margarete, ich komme jetzt sofort zu dir. Ich glaube, ich weiß, was geschehen ist. Ja, es wird sich alles aufklären. Nein, ich komme. Wir beide sprechen uns, wenn ich gleich von Margarete zurückkomme. Geh weg! Das! Nur noch ein Punkt! Sehr gut! Ich wünsche, dass du diese Frau Merz nie, nie, nie mehr siehst! Wie kannst du nur sowas wünschen? Nein, Papa! Nicht! Du darfst nicht gegen den Wunsch ankämpfen! Das ist gefährlich! Denk an die Wunschmaschine! Bleib hier! Komm zurück! Bitte!
entspannen, Ventilator einschalten. Herr Oberstein, ich verstehe nicht ganz, was Sie an einem Sonnenschirm testen wollen. Jeder Schirm meines Hauses unterliegt einem strengen Testprogramm. Basta, Schirm aufspannen. Ventilator ein. Die Batterien sind zu stark, Chef. Die Batterien sind richtig. Ganz richtig. Sonnenschirm. Tun Sie, was ich sage. Starker Regen. Bruno. Orkan! Ich habe Orkan gesagt! Raus! Idiot! Raus! Raus! Ihr zwei seid stärker als ein Wunschpunkt. Das hat nicht mal die Wunschmaschine geschafft. Ich muss dir was gestehen. Ich bin ganz anders, als du denkst. Du kannst gar nicht turmspringen. Nein. Und du bist auch kein großartiger Tänzer. Nein. Du bist also ein ganz zurückhaltender, unsportlicher und schüchterner Mann. Liebst du mich trotzdem? Nein. Nicht trotzdem. Gerade deswegen. Und er hat nur ein ganz kleines Zimmerchen, mein Papa und ich.
Aber ich habe eine ganz, ganz große Wohnung für uns drei. Hm. Was hast du da für einen merkwürdigen Punkt? Hm? Ist der vielleicht blau? Hm. Untersteh dich. Ich wünsche... Reiß dich zusammen. Nicht, was du denkst, Papa. Darf ich bitten? Du lässt das Sams fahren? Ja, das hat es sich doch gewünscht. Schon wieder.